Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Dungeon Keeper 2. Wir haben das letzte Mal schon mal drei der Ritter befreit und ich werde die gleich mal hier in den Schlafsaal packen und den werde ich erstmal ein bisschen vergrößern. So. Und zwei Imps könnte ich auch noch mal stellen. Und dann werde ich hier gleich mal eine Hühnerfarm hinbauen. Und huch, wie habe ich denn hier gebaut? Das ist ja Quatsch. So. Machen wir ruhig noch mal einen größer. Ja, wir brauchen dringend eine Hühnerfarm. Ganz einfach aus dem Grund, dass unsere Kreaturen schon langsam so ein bisschen böse sind und ja, anfangen rumzumeckern. Und bevor die jetzt anfangen zu rebellieren, würde ich mal sagen, kriegen die was zu futtern. Und da haben wir ein magisches I Item see you have gefunden. discovered a magical item. Und das repariert die Build a Wände in bigger unserem hatchery to Dungeon. keep your creatures well fed. Ja, ich sag mal, ist in Ordnung. Dann können die Imps sich das sparen, so wie der hier, und lieber mal graben, damit ich hier meine Hühnerfarm erweitern kann. Und ich würde mal sagen, wir bräuchten eigentlich auch nochmal einen Trainingsraum. Denn es sind doch nicht alle Ritter auf Stufe 4. Und würde ich mal sagen, bauen wir hier gleich ein bisschen Gold ab. Das ja, passt sich dann ja ganz gut. Beziehungsweise machen wir das so. 4x4 Trainingsraum sollte genügen, denke ich. Und dann können wir hier einen Gang durchbauen. Und können dann uns nachher hier runter durchgraben, um die zu befreien. Wie sieht's eigentlich mit denen aus? Da müssten wir langsam hin. Und die Wachen hier sind ja eh schon besiegt. Das heißt, wir schnappen uns mal unsere Ritter, packen die hier hin. Und ich hoffe mal, dass sie dann diesmal sich dazu herablassen, die Türen auch anzugreifen. Na, der 7er will wohl noch nicht so richtig. Dann werde ich meine Symbiose gehen und den Job erledigen für ihn. So, zwei Schläge, der hat natürlich ordentlich Power. Und da werde ich die hinten, hier hinten die Tür auch nochmal machen. Genau, da ist sie auch kaputt. Gehen wir gleich weiter, machen hier erstmal alle Türen kaputt. Außer halt natürlich die direkt am nächsten Gefängnis, denn da sind ja vier Wachen. Und da würde ich sagen, brauchen wir dann doch erstmal unsere anderen Ritter aus dem Gefängnis hier unten, damit wir die angreifen können. Oh Mann, der ist echt stark. Ihr seht das, zwei Schläge für eine Kanone. Das ist richtig super. Und zwei Schläge für eine Tür. Da ist sie schon kaputt. Machen wir die dahin auch noch gleich kaputt. Dann habe ich alle Türen weg. A creature has died in your prison and has risen as a So. skeleton. Ideal. Dann kann der Gute jetzt auch wieder zurückgehen und ein bisschen was essen. Und wir haben das erste Skelett You need a bekommen. treasury to store gold. Und das Skelett weiß jetzt natürlich noch nicht so wirklich, was es machen soll, deswegen werden wir mal einen Trainingsraum hier hinbauen. Und das Skelett hier direkt reinschmeißen. So. Und der steht jetzt hier irgendwie so ein bisschen nah an der Tür. Nicht, dass er hier nachher Gegner anlockt oder womöglich die Tür zerstört. So, die Hühnerfarm auf eine ordentliche Größe bringen. Das sollte dann reichen, denke ich, um die Kreaturen satt zu kriegen. Okay, hier liegt noch massig Gold. Das werde ich mal einsammeln und ins Dungeon-Herz schmeißen. Und ja, unsere Kreaturen sind alle noch so ein bisschen sauer. Das liegt einfach daran, dass sie jetzt ja die ganze Zeit im Gefängnis waren. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist jetzt nicht so ein tolles Erlebnis unbedingt. Und ja, er ist schon dabei hier, dies. Ja. Oh, wir werden hier angegriffen. Von einer Fee. Ist natürlich niedlich. Da braucht. Ja, eigentlich bräuchte ich gar nicht stunnen. Die sollten unsere Ritter auch so kriegen. Ah, da kommt noch ein Riese. Dem werde ich erstmal eine verpassen. Ah, ihr seht das. Der Riese Stufe 4 ist auch echt. Den vernaschen unsere Ritter zum Frühstück. Und wieder zurück in die Hühnerfarm mit euch. Haben wir das Gefängnis? Ne, haben wir noch nicht. Ah, sind schon zwei Imps dran, also lang kann es nicht mehr dauern. Da seht ihr, haben wir das Gefängnis auch eingenommen. Und wir schmeißen die erstmal gleich in die Hühnerfarm. Hier könnt ihr gleich was essen.
Damit die dann wieder ein bisschen glücklicher werden, die Guten. Und dann würde ich mal sagen, wir graben uns ja gleich durch. Dann haben wir unsere Armee wieder vollständig zurück. Und ich schmeiß schon mal... Ich schmeiß schon mal unsere Ritter hier ab. Dann können die gleich angreifen hier. Genau, los geht's. Heilzauberspruch parat halten, falls es vonnöten sein sollte. Ah, der Einser hier kriegt schon ganz gut was ab. Hälfte hat er noch. So. Und hier, der Dreier muss auch geheilt werden. Der Zweier geht noch. Ah, die fallen echt schnell, die... Oh, der Zweier hier. Die fallen echt recht schnell, die Wachen. Sind ja auch nicht unbedingt schwache Kreaturen. Aber ihr seht, dass die fliehen sogar jetzt schon vor unseren Rittern. Da liegen sie. Und ich werde mal eben nochmal mit dem Siebener in Symbiose gehen. Und hier die Türen kaputt machen. Denn, wie ihr wisst, wollen wir ja keine gegnerischen Türen mehr hier bei uns im Dungeon haben. So. Und dann kann er jetzt auch schon wieder, ja, tun, was immer er tun will. Geh was futtern oder, ja, was auch immer. Und, ja, die errichten sich jetzt erstmal hier alle Schlafplätze. Und ich hoffe, dass die Laune sich dann wieder hebt. Aber wir hatten leider auch keinen Zauberspruch gefunden, der die Laune anhebt. Ärgerlich. Und, ja, die Imps sind schon fleißig hier am Einnehmen. Das heißt, wir haben gleich unsere Armee wieder komplett zurück. Genau, da haben wir sie. Und dann schmeißen wir sie auch gleich in die Hühnerfarm. Und füttern die mal hier jeweils mit einem Hühnchen. Gut. Da würde ich mal sagen, wir könnten auch ein Casino bauen, genau. Um unsere Kreaturen ein wenig bei Laune zu halten. So, wie viele können... 3 Leute können hier gerade mal drin spielen. Machen wir nochmal ein bisschen größer. 4. Hier nochmal weg. Ah, genau, das habe ich befürchtet. Unsere Kreaturen rebellieren. Das heißt, ich muss jetzt hier mal meine eigenen Ritter gerade stunnen. Oh, Mist. Oh, hier, der eine Dreier muss geheilt werden. Ah, jetzt ist er mir aus den Latschen gekippt. Mist. Schnell mal eben hier ein Imp. Bring mal unseren... Genau. Und den werde ich dann mal schnell heilen. Okay, das heißt, ich bräuchte jetzt eine Folterkammer. Denn die Ritter will ich auf jeden Fall wieder zurückhaben. Kommt mal her, hier. So. Die werde ich mal schnell heilen, damit sie nicht sterben. Die brauchen wir nämlich. Also was heißt, die brauchen wir? Natürlich brauchen wir sie... Ja, doch, eigentlich brauchen wir sie. Denn wir haben ja kein Portal. Das heißt, wir brauchen wirklich jede Kreatur, die wir hier kriegen können in dem Level. Und das kann nicht... Huch. Ah, hier ist schon... Werden wir schon wieder angegriffen. Schnell mal unsere Ritter hier hin. Und das ist sogar eine Ritterstufe 6 hier, den wir als Gegner haben. Den stunne ich erstmal ein bisschen, bis die Feen besiegt wurden. Gut, und dann verkaufe ich das Gefängnis hier, weil... Ihr habt das ja gesehen, die haben das so ein bisschen zerstört. Das können wir jetzt nicht mehr wirklich nutzen. Und hier musste die voll... Ah, kann ich mir nicht mehr leisten. Hier war doch irgendwo noch Gold, hier oben. Oh Mann, das muss ich jetzt wirklich ganz dringend abbauen. Liegt hier nicht noch irgendwo ein bisschen... Oder, Moment, Leute, ich werde noch mal... Hier, dieses Gefängnis hier unten schnell verkaufen. So, 13.000. Ich hoffe, das reicht jetzt für eine 3... Nein, das reicht immer noch nicht. Okay, machen wir es anders schnell. Wir brauchen ja nur 3 Folterplätze. So, das muss jetzt erstmal reichen. Schnappen wir uns unsere Ritter. Und wir haben wieder ein magisches Item irgendwo gefunden. Hier. Und das bringt uns Mana.
Ja, brauchen wir jetzt nicht ganz so dringend. Aber nehmen wir natürlich auch mit. Und ja, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen die Ritter noch foltern und kurz speichern. Gut gesehen. Und hoffen wir mal, dass sie uns wieder zu uns zurück überlaufen. Und es geht jetzt gleich weiter mit dem zweiten Part. Also bleibt dran. So, und schon geht's auch hier wieder mit dem zweiten Part weiter. Ja, was ist beim letzten Mal passiert? Wir haben die ersten Kreaturen bekommen und haben unser Dungeon ein wenig aufgebaut und haben bisher erst ein Portal eingenommen, denn hier waren ein paar Feen. Und ich würde mal sagen, die können uns jetzt überhaupt nichts mehr anhaben. Deswegen graben wir uns jetzt hier einfach mal gleich direkt durch und sichern uns dann unser zweites Portal. Und ich weiß gar nicht, was unsere Imps gerade so machen. Ach, die bauen hier noch munter die ganzen Goldreserven ab. Und die eiserne Jungfrau. Aha, ihr kennt das schon. Ab zum Training. Und der Magier. Ab in die Bibliothek. Ich weiß gar nicht, was der jetzt im Trainingsraum zu suchen hat. Klar, später kann er gerne trainieren, aber momentan soll er doch noch mal ein bisschen die Bücher wälzen für uns. Und wir brauchen eine Schatzkammer, denn werden wir doch einfach mal hier direkt eine hinbauen. Dann können sie hier gleich das Gold stapeln und machen hier keine Probleme mehr. Und wir nehmen uns einfach mal einen Imp, der jetzt sich hier durchgräbt. Und wir nehmen uns einfach mal einen anderen Imp, der dann das Gebiet hier einnimmt. Denn ihr habt es ja selber gesehen, die waren gerade so ein bisschen, ja, damit beschäftigt, das Gold dafür uns zu sammeln. Ist ja an und für sich auch ganz gut. Denn Gold nehmen wir natürlich immer gerne mit, das können wir immer gut gebrauchen. So, und jetzt sind wir hier gleich auch schon durch. Würde ich mal sagen, unsere beiden Salamander sind da doch prädestiniert für die erste Schlacht. Die sollten auch schon ordentliches, ja, Level 3 und Level 2, das sollten wir sogar ein Level abgekriegt, gerade der eine. Und ihr seht das, die fallen echt wie die Fliegen, die Feen. Und den einen Salamander heilen wir nochmal schnell. Und ja, ein Gefängnis könnten wir bauen. Das ist jetzt nicht so wichtig erstmal, denke ich. Und oh, hier ist noch eine eiserne Jungfrau gekommen. Die stecken wir gleich auch im Trainingsraum. Gut, und ich werde die Arena hier nochmal ein bisschen vergrößern. 8 Leute können jetzt hier schon drin kämpfen. Und ich hoffe mal, dass sie langsam mal die ersten Ritter anlockt. Die vermisse ich nämlich noch so ein bisschen bei uns im Dungeon. Oh, und hier gibt es da wieder ordentlich Goldreserven. Also Leute, ich glaube, Gold wird in diesem Level nicht das Problem werden bei uns. Also so viel, wie wir hier haben. Und hier brauchst du erstmal gar nicht festmachen, denn das sieht hier schon wieder alles sehr auffällig aus. Da graben wir uns mal überall durch und schauen mal ein bisschen, was da so hinter ist. Ja, und die eiserne Jungfrauen sind gerade alle so ein bisschen sauer, weil es keine Unterkunft haben. Aber was soll's? Ach ja doch, ich würde mal sagen, einen Friedhof könnten wir echt mal bauen. Können wir ein paar Vampire wieder anlocken. Die sind ja eigentlich auch ganz coole Genossen. Würde ich mal sagen, das bauen wir einfach mal hier hin. Und noch ein Salamander. Ja, die Ritter lassen wohl so ein wenig auf sich warten. Und da vorne war ja noch ein magisches Item, das wir letztes Mal gesehen hatten, durch Sight of Evil. So. Schnappen wir uns mal einen Imp. Und was ist das für eins? Das unsere Kreaturen glücklich macht. Ja, so eins hätten wir natürlich in dem anderen Game sehr gut gebrauchen können. Ihr wisst ja, falls ihr es gesehen habt, da haben unsere Kreaturen rebelliert gegen uns. Und ja, haben den Aufstand geprobt. Und ich werde mir mal eben einen Salamander schnappen. Und ein wenig hier das Gebiet erforschen mit dem. Gehen wir einfach mal... Ah, ich muss noch ein bisschen warten. Ab in den Symbiose-Modus und schwimmen hier so ein bisschen munter durch die Lava. Mal schauen. Ja, Sackgassen. Hier scheint nichts mehr zu sein. Na, hier ist noch Gold, aber ich glaube, das war ja
Genau, da kommen wir von der anderen Seite nachher auch noch hin. So, schnappen wir uns einen Salamander wieder und schmeißen ihn wieder zurück in den Trainingsraum. Gut, kreaturentechnisch sieht das doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Und hier wollten wir einen Friedhof hinbauen. Das machen wir doch gleich mal. Ah, der kostet natürlich wieder ordentlich. Aber wir haben ja auch genügend Goldreserven. Von daher würde ich mal sagen, wir graben die einfach mal an. Und huch, so natürlich. Und bauen die direkt mal ab. Hier oben ist auch noch ein Goldstück. Ein wilder Dämon hat sich unglücklich, weil es keine Lair ist. So. Was machen wir als nächstes? Hier geht's nachher auch noch weiter. Da können wir uns aber eigentlich auch wieder... Na, ich mach mal Side of Evil, man weiß ja nie. Könnten ja auch Riesen oder sonst was hinter sein. Und hier gibt's ein Glühwürmchen Level 1, das ich uns anschließen würde. Okay. Und ja, ihr seht jetzt, hier hinter zum Beispiel ist eine Fee. Stufe 5. Und dann hat sie, glaube ich, schon diesen starken Blitzzauber. Denn ich denke mal, die kriegt die wie die Jungfrauen auch auf Stufe 4. Und der haut ja doch schon ganz gut rein. Zumindest stunt er die Kreaturen ja immer. Von daher würde ich mal sagen, wir graben uns da noch nicht ganz durch. Aber hier, das können wir schon mal alles abbauen. Und der Zahltag, der kostet jetzt auch schon 9000. Okay, ich werde nochmal 2 Imps erschaffen. Haben wir 10 Stück. Das ist immer eine ganz gute Anzahl, finde ich. Und dann könnt ihr hier das ganze Gold mal abbauen. Na, das Training kostet natürlich auch die ganze Zeit. Und was ist da schon wieder los? Ach, die Jungfrauen wieder. It is payday. Die sollen mal trainieren, aber wahrscheinlich gibt es einfach keinen Platz mehr hier in dem im Trainingsraum. Könnte der Grund sein. Und, oh, hier ist nochmal Gold. Graben wir uns natürlich auch nochmal wieder hin. So. Ja, ich hoffe, dass wir die Ritter noch kriegen. Vielleicht können wir die in diesem Level auch gar nicht bekommen, durch die Portale. Wäre natürlich ärgerlich. Was heißt ärgerlich? Schade. So, ein bisschen Gold habt sich schon wieder angesammelt. Und hier hinter war ja Wasser. Ich denke mal, dass wir dann hier früher oder später zu dieser Burg kommen. Und gucken wir einfach mal Side of Evil. Ja, ist eigentlich nur Wasser hier. Aber ich warte noch mal ein bisschen, bevor ich mich da durchgrabe. Okay. Your lair is too small. Oh, mein Schlafsaal ist zu klein. Stimmt, der ist nur für 16 Kreaturen ausgelegt. Werde ich mal gleich beheben, hier das Problem. 16, 17, 18, 19, 20, dann passt das, dann haben wir 21 Betten. Your Thunderbolt spell has been upgraded. Und zack, da haben wir es, 21. Beziehungsweise, falls wir jetzt noch ein paar Vampire kriegen, kann ich hier noch mal abbauen, dann sollte das klar gehen. Wie viele Kreaturen haben wir denn eigentlich? 17 Stück schon, ja. Das heißt, wir haben unser Maximum von 20 bald schon erreicht. Das ging ja recht zügig. Und würde ich mal sagen, so langsam können wir uns mal voranwagen und ein bisschen gucken. So, 5 Kreaturen können nur trainieren, leider hier drin. Das ist natürlich recht wenig. Ja, das liegt unter anderem auch daran, weil die Wände noch nicht verstärkt wurden. Ich werde einfach nochmal hier ein bisschen vergrößern. Ja, hier sind die Imps gerade noch beschäftigt. So, ihr beiden, kommt mal her. Mach das mal schnell. So, einer nimmt schon mal ein. Und dann werde ich den Trainingsraum vergrößern. Und danach könnten die Imps dann echt mal hier die Wände verstärken. Normalerweise, muss ich ja sagen, nervt mich das immer ein bisschen. Aber 7 Trainingsplätze ist echt wenig.
Ja, und ihr habt's gehört, Horny steht jetzt auch wieder bereit. Den könnten wir jetzt auch aufs Schlachtfeld rufen. 100.000 Mana haben wir schon angesammelt. Und der Salamander ist schon wieder fleißig auf Level 4 getrainiert. Die sind immer recht zügig, was das Training angeht. Und dann lasst uns mal... Ich glaube, wir können es eigentlich mal wagen, hier uns durchzugraben. Und die Imps... Ah, jetzt machen sie hier die Wände. Dann sollen sie lieber hier diese Wand hier machen. Kriegen wir immerhin noch ein bisschen Trainingsplatz. Vielleicht habe ich die Arena auch zu klein gebaut, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, die müsste eigentlich schon die... anlocken können, die Ritter. Das heißt, wir können es wahrscheinlich einfach noch nicht in diesem Level. So, dann haben wir uns jetzt hier auch durchgegraben. Und dann schnappen wir uns mal den einen Salamander Level 4. Wo ist er denn? Level 1, Level 4. Das sieht gut aus. Und ab in den Symbiose-Modus und dann schauen wir doch mal. Bisschen das Gebiet erforschen hier. Und da kommt noch eine Kreatur. Und eine Jungfrau. Ah, ihr seht es da. Das war der Blitzschlag, den ich meinte. Da ist die Fee Stufe 4. Und um die kümmere ich mich dann mal gleich. Da habe ich ihn auch abgekriegt. So. Okay, die haben wir besiegt. Und ich schwimme jetzt hier mal durch. Ah, da ist noch eine. So. Sonst trifft sie uns eigentlich nicht, weil ich immer in der Rückwärtsbewegung bin. Aber, der Blitzschlag, genau. Der macht natürlich gut Schaden. Muss ich aufpassen, nicht, dass ich jetzt hier meinen Salamander mitten in der Lava umkippen lasse. Das wäre ärgerlich. So, gehen wir einmal hier lang überall. Ich denke mal, hier geht es wieder nur zu dem Gold. Genau. Ja, hier ist das Gold. Und hier war die Fliege hinter, glaube ich. Was ist da hinten? Ah, hier ist noch eine Mana-Gruft. Gut, dann haben wir hier ein bisschen das Gebiet auch erforscht. Und würde ich mal sagen, hier baue ich schon mal so ein bisschen die Steinbrücke rüber. Und dann können wir hier die Mana-Gruft hier hinten einnehmen. Na, hat's geklappt? Nee. So. You need a prison to impound enemy creatures. So. Gut, schnappe ich mir noch einen Imp. Okay, und ich habe jetzt nicht so hundertprozentig auf die Zeit geachtet, muss ich zugeben. Aber ich glaube, wir haben schon ein bisschen was. Deswegen werde ich jetzt erstmal speichern. Und an dieser Stelle Schluss machen für heute. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.